Hey Leute, habt ihr Bock auf ein kleines nächtliches Lost Place Abenteuer? Dann bleibt dran, los geht's! Ja, ihr fragt euch sicher, was ich gerade mache. Und zwar geht es um einen Distanztest von der neuen TrueNight TN40, die hier. Aber erstmal aufs Dach. Oh Leute, ist schon ein wenig gruselig, nachts alleine in so eine verlassene Industrieruine hier reinzugehen. Ist übrigens gerade hier der Low-Modus, den ich anhabe natürlich. Also noch nicht volle Power. Oh, es geht immer weiter nach oben. Oh, Scheiße. Ich bin oben. Der Wind pfeift ein bisschen, ich hoffe, ihr hört mich. Und jede Menge Lampen der Stadt. So, jetzt werde ich mal Bommel hier anfunken und gucken, wo er sich rumtreibt und wie es aussieht. So, Bommel, bin in Position. Wie sieht's aus? Du auch? Bist du bereit? So, schauen wir mal. Bommel hat mir seinen Standort geschickt. 350 Meter ist jetzt entfernt, also nicht wirklich viel. Aber das werden wir gleich noch steigern. Den ersten Versuch habt ihr ja gesehen, das waren 5 Kilometer, hat man vielleicht noch locker gesehen. Bommel ist gerade mit dem Auto unterwegs in der nächsten Ortschaft. Da versuchen wir mal die 10 Kilometer zu knacken. Ich werde jetzt mal weiter nach oben gehen und dann gucken wir mal. So. Gut, mach da mal einen Leuchter. Jo, warte mal an, warte mal an. Ja, mega, ich sehe es. Wie geil ist das denn, Alter? Fett, ey. 10 Kilometer Test erfolgreich bestanden, hätte ich nicht gedacht über so eine lange Distanz. Ganz wichtig, das kann man natürlich verwenden, um Morsezeichen zu übermitteln oder irgendwelche Signale, aber man kann natürlich keine 10 Kilometer weit gucken mit der Taschenlampe. Die leuchtet vielleicht zu weit, aber die Augen machen es gar nicht mit, beziehungsweise auch das, was an Partikeln in der Luft ist. Ich würde sagen, auf zum nächsten Test! Wir haben hier einen integrierten großen Akku drin und auf der Rückseite können wir das Ganze mit ins Ladegerät laden. Wir haben hinten auch noch eine kleine Anzeige dran und wenn wir die drücken, haben wir verschiedene Anzeigemodis, die uns genau zeigen, wie viel Kapazität noch in der Lampe drin ist und wann wir wieder laden müssen. Auf dem Kopf habe ich übrigens die TrueNight TH20, kleine Backup-Kopflampe. Wer weiß, falls mal was ausfällt, will ich hier nicht im Dunkeln stehen auf dem Lost Place. Die Lampe ist übrigens auch wieder nach IPX8-Standard wasserdicht. Das heißt, wenn es mal regnen sollte, sie in die Pfütze fällt oder irgendwas mit Feuchtigkeit ist, absolut gar kein Problem. 4450 Lumen, eine angegebene Leuchtweite von 1000 Meter, getestet auf 10.000 Meter, ob man es da noch sieht, auch funktioniert. Die Frage ist, was will man überhaupt mit so einer Lampe? Ich sehe die Lampe ganz klar bei Rettungsteams oder auch zur Vermisstensuche. Eventuell auch zum Geocachen, man kann sie auch runterdimmen. Das Coole ist diese Kombination aus einem sehr weiten Bereich, um auch in Nahdistanz was zu sehen, aber auch diesen mittleren Punkt, um wirklich sehr, sehr weit gucken zu können. Wir haben auch wieder eine Memory-Funktion, das heißt, die letzte Stufe, die wir hatten, wird sich auch gemerkt.
Ach so, Leute, nicht vergessen. Alle wichtigen Links wieder unten in der Videobeschreibung. Die Leute, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, haben sicher mitbekommen, ich habe das Video ein bisschen anders aufgebaut, vom Videoschnitt her, verschiedene Tests, einfach ein bisschen praxisorientierter, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Schreibt mal in die Kommentare ein kleines Feedback, wie ihr es fandet, was euch besser gefällt, was ihr vielleicht noch besser machen könnte. Einfach mal eure Meinung da lassen. Wenn es euch gefallen hat, gebt nochmal oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.